ob da irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Grüne Tränke fehlen. Was ist... Okay. Warum? Es müssten eigentlich alle gleich schnell hergestellt werden. Nämlich super effektiv. Ah, nee. Du hast eine, oh, du hast eine uralt Fabrik da. Das geht gar nicht. Gib mir, gib mir. Wo ist die Fabriken baut? Du, gib mir einen halben Stack Fabriken. Achso, wir hatten noch. Ja, gut. Da, dann mach bitte aus der Fabrik so eine Fabrik. Und mach aus den beiden hier noch schnellere Fabriken. Geschwindigkeit? Warum arbeitest du mit Geschwindigkeit und nicht mit teuer und stinkig? Teuer und stinkig ist viel toller als Geschwindigkeit. Du hast keinen Stahl. Habe ich wieder ein Stahlproblem? Ja, habe ich. Ich habe keinen Stahl. Noch mehr Gründe dafür, teuer und stinkig zu nehmen. Also, stinkig. Einmalig teuer. Ihr wisst, was ich meine. Du, weg. Du, rein da. So, und du. Du auch. Große, schnelle Fabrik. Mehr Produktivitätsmodulen. Und auch dadurch mehr Stromverbrauch. Aber ich hoffe, wenigstens das können wir uns jetzt inzwischen wieder leisten. Okay, Stahl. Stahl war das nächste Problem, bei meinem Rattenschwanz momentan läuft. Du kommst einfach nicht hinterher. Zumal wir auch... Ah doch, Eisenplatten sehe ich langsam wieder im System. Das ist sehr gut. Ich denke, ich werde trotzdem noch mehr Schmelzöfen brauchen. Oben wird angegriffen, ist okay. Wo hatte ich noch... Achso, kurz Strom gucken. Strom ist super. Trotzdem würde ich ganz gerne die Beacons abbauen, die wir nicht wirklich brauchen. Ich weiß, 3 oder 4 waren oben bei den Edelsteinen. Du siehst nicht ganz so toll aus. Wow. Nicht genug Leichtöl. Haben wir genug Schweröl? Ja. Dann mach doch bitte aus Schweröl... die Lampe da weg. Mach bitte auch Schweröl leicht schon. Dafür brauchen wir Stahl. Gib mir bitte Stahl. Du bist viel zu langsam. Die sack ich gleich ein. Oh. Ups. Ich wollte den langsamen Roboter einsammeln. Hab aus Versehen eine riesige Fabrik hochgehoben und in meine Tasche gesteckt. Das ist sehr komisch. Ja, kommt bitte mal jemand mit Stahl. Was bist du? Du bist eine Stahlkiste. Das ist ein uralt Ramsch hier mal wegmachen. Ja. Du warst mal für Sand, glaube ich. Batterien kommen angeflogen. Nö. Brauche ich alles nicht. Das Fließband hier ist auch ein Relikt, ne? Ja. Weg, 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 weg. Und das ist die einzige Stromverbindung zu den Türmen. Das sieht auch sehr unsicher aus. Nicht Stein abbauen, nicht Stein abbauen. Ja. Das war ein langsamer Roboter. Genau, komm her. Hab dich. Und das Zeug, was du dabei hattest. Umso besser. Ja, nee, es kommt kein Stahl, egal wie lange ich warte. Also einfach noch einen Schmelzofen, der Stahl macht. Dann sollte ich aber vorher gucken, ob ich noch genug Eisenerz habe und genug Eisenplatten und so weiter. Eisenerz 10.000 ist okay. Wir haben inzwischen 14.000 Draht. Das sollte sich auch langsam einrenken. Dann dürften auch wieder Kupferplatten auftauchen im System. Ja, also eine Schmelze noch für Stahl, eine Schmelze noch für Eisen. Das heißt, hierhin. So sind gar nicht die da, die Schmelzen, die ich brauche. Habe ich überhaupt MK3 Schmelzen? Nein. Weil die Stahl kosten. gib mir Stahl. So. Du bist schon super produktiv. Ja. Das nervt langsam. Was?
Hier geht doch gar nichts mehr. Ah doch, da. Im Dunkeln sehe ich was spucken. Es ist wieder teure Muni, aber dann ist es halt teure Muni. Die hält nicht so viel aus. So. Einsacken, was auch immer da liegt. Dahin. Strom ist immer noch okay. Das ist ein sehr ungewohntes Gefühl. Einfach durch die Gegend laufen zu können und nicht alle 5 Minuten Strommast anklicken zu müssen. Aber es scheint zu funktionieren. Alles gut. So. Ja. So. Dumm, dumm. Alles ganz unbemerkt ersetzen. Haben wir noch? Ja, haben wir. Irr, da hinten kommen wir nicht an. Okay. Das heißt, hier jeweils ein raushacken, zwei raushacken. Da hinten komme ich an, Goodie. Ja, also das mit den neuen Solar Panels ist echt super. Tagsüber kriegen wir so dermaßen viel Strom rein, dass wir vielleicht sogar echt diesen Zustand hinbekommen könnten, dass ich tagsüber so viel Strom produziere und in Akkus speichere, dass wir nachts durchgehend davon schießen können. Das war ja so mein utopischer Traum vor ein paar Folgen. Was könnte jetzt hinhauen? Wir sind gleich bei 5? Nee, 4,5. Ah, ich habe ja auch sehr viel ersetzt, da ist okay. So, was war mit euch? Ihr wart die Einlager-Dinger. Die brauche ich eventuell auch. Also einmal, um hier unten das Muster aufzufüllen. Und vielleicht schaffe ich es später nicht schnell genug einzulagern, um genug zu haben für die Nacht. Also könnte es auch Sinn machen, die noch weiterzubauen. Ich denke, den Block mache ich in den Farben einfach so weiter und dann schaue ich später. Ich wollte Schmelzöfen, dafür brauche ich wieder mehr Stahl. Ich habe 3 geklaut. Nochmal einen. Kann ich jetzt bitte einen? Doch, 20 Stahl. Was fehlt da? Achso, das Item-Exit braucht auch nochmal Stahl. Was braucht ein Item-Exit? Was ist das überhaupt? Item-Exit braucht 12 Stahl. Okay, es fehlen noch 2. So. Jetzt gib mir... Wo bist du? Da bist du. Gib mir eine schöne neue Schmelze. Die kommt dann da und da hin. Und da und da kommen auch noch welche hin. Und das hier geht ja später alles weg. Sobald das Kupfer weg ist, ist das dann auch Platz für mehr Fabriken und Schmelzen. Wo bist du? Noch in Arbeit. Du dahin. Du weg. Kistengas. Rote Kiste links. Blaue Kiste rechts. Ärmchen so. Du hättest gerne Eisenplatten. Ich weiß, ist ein heikles Thema. Die armen kleinen Roboter. Dass ihr die immer suchen müsst, aber die müssen da jetzt rein. Ja, okay. Es ist nicht so schwer, sie zu finden von da nach da, aber wir haben nicht so viel im System. Obwohl, 1200 scheint sich langsam erholt zu haben. Ja gut, jetzt nicht mehr, wenn ich alles wieder zu Stahl mache, aber so. Oh, da ist gerade Forschung fertig gewesen. Ich habe es nur weggeklickt. Das müssten aber jetzt Turmschadensdinger gewesen sein. Ist nicht schlimm. Ich warte ganz kurz mal mit der Forschung, damit die Tränke ein bisschen hinterherkommen. Das wollte ich. Genau, Produktivitätsmodule. Die Reihe hier. Wow. Hey damit. Das hier kann alles weg. Und kommt unten hin. Ja, Spielinventar ist voll. Gut. Kommt alles hier hin. Du machst bitte... Module, den da. Was bitte, Module, den da. Muss ich gleich noch ganz viele Kisten setzen und so weiter, aber das ist okay. Das war 4. Du bist 5, du bist 6, du bist 7 und es gibt theoretisch ja auch noch 8. Ich weiß nicht, ob es 9 gibt, aber 8 haben wir auf jeden Fall in der Forschungsliste mit drin gehabt. Das heißt, ich habe hier 2 Module, die ich nicht brauche. Die kommen hier rein. Genau. Dann habe ich 3er Module, die ich nicht brauche, die kommen hier rein. Die kommen hier rein. Die kommen hier rein. Die kommen hier rein.
So, Platz gespart. Sehr gut. Die Speed-Module, die ich bei mir im Inventar habe. Die Zweier brauche ich auf keinen Fall. So. Die... Oh, hallo. Ganz schön viele Speed-Module. Aber eigentlich hätte ich ganz gerne die nächst höhere Stufe auch noch, die 5er. Da könnte ich mich gleich mal ransetzen. Du bau bitte 5er, du bau bitte 6er. Also auch hier Kisten und Ärmchen, Kisten und Ärmchen. Damit ich, falls ich mal irgendwas schnell haben will, also wirklich, wirklich schnell haben will, dass ich dann die besseren Speed-Module habe. Apropos wirklich schneller. Weg. Weg. Da. Weg, weg, weg. Das sollte jetzt einiges dazu beigetragen haben, was unseren Stromverbrauch angeht. Ja, ist runter auf unter 1 MW. Es war vorher 3,3 oder 4,4. Schon mal ein schöner Sprung. So, Polished Smaragde. Gib mir bitte 4-mal Muni. Das heißt, ich könnte wieder ein, zwei Basen töten. Und das war der Plan. Gerogon in der Vergangenheit hat gesagt, geh Basen töten und mach Stromdinge. Habe ich beides gemacht. Sehr ausgiebig. Bin sehr stolz auf mich. Er wahrscheinlich auch. Kisten. Stahl. Könnten wir das bitte schneller in den Griff bekommen? Du raus, du rein. Du bist schon 7, ne? Ihr seid alle super produktiv. Ja, seid ihr. Ja. Hm. Oh, ich höre den Sniper-Turm schießen. Oh, stimmt. Ich habe festgestellt, der Sniper-Turm funktioniert. Ich habe ihn aber nicht überall hingestellt. Das sollte ich vielleicht auch noch nachholen. Du brauchst Stahl. Was für ein Wunder. Ja. Sonst... Oh, piu, 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 piu. Sonst Forschung, ne? Jetzt funktionierst du ja, so wie du funktionieren sollst. So, warum arbeitest du nicht, weil du voll bist? Okay, das ist eine gute Ausrede. Forschung. Ich hätte gerne noch mehr Laser Turret Damage. Das wären 400 Punkte. Aber, wie schon richtig und mehrfach angemerkt wurde, je mehr Schaden die Türme machen, desto weniger oft müssen sie schießen, desto weniger Strom verbrauchen sie. Und Türme sind definitiv im aktiven Zustand unsere größten Verbraucher. Und im inaktiven auch erster oder zweiter Platz. Macht also schon Sinn. Bessere Solarzellen wurden ab hier teuer. 15 Lila Chips ist mir einfach ein zu großer Sprung. Was? Adds a second quick bar. Den habe ich doch schon. Mach mal bitte. Ich bin gespannt, was es ist. Oh. Okay, gerade wo ich es gedrückt habe, ist mir aufgefallen. Da steht zwar 150, aber da steht eine 5. Das Ding kostet also 750 Lila Tränke. Aber wir haben es ja, ne? Ja, haben wir sogar. Gut. Das heißt, wir haben gleich einen dritten. Das wäre irre praktisch. Also zum einen, weil das Inventar natürlich auch indirekt größer wird. Und zum anderen, weil ich immer mehr hier auf direkten Zugriff habe. So, mach hier mal Licht. Das hier wird noch aufgefüllt. Hatte ich jetzt eine Anlage gebaut gehabt für Landfill? Ich hatte es, glaube ich, schon mehrfach vor. Sogar auch vor kurzem. Aber ich sehe es nicht. Und wenn es hier unten ist, hier unten nicht ist, dann existiert es nicht. Hier sind alle Fabriken. Okay, das heißt, du machst jetzt bitte Landfill aus Stein. Und zwar produktiv. Nein, nicht produktiv. Du machst das einfach durchgehend. Das reicht schon vollkommen. So, da rein, da raus. Rote Was? Falsch. Ich werde es irgendwann lernen. Rote Kiste, rote Kiste. Hier wollte ich auch überall rote Kisten haben. Und ich habe wieder nicht genug rote Kisten. Da. Weil wegen Stahl.